Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid, hier bei den Bro & Steadies, bei Nick und Leon, dem Podcast über das Vatersein. Und heute war eine wilde Folge. Wir haben geredet über die Erstausstattungs-Fails, aber natürlich nicht nur das. Es gibt Lifehacks von Leon, wie nicht nur Zwillinge, die er hat, sondern auch generell Kinder länger schlafen können, wie ihr beim Gebrauchtkaufen besonders gut erhaltene Sachen bekommt. Und jetzt geht's los. Steadies. Pure Man Steadies. Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Wir stellen uns kurz vor, Nick hat 2 Kinder mittlerweile. Richtig. Einen größeren, der Boy, 3 Jahre, und eine kleine Tochter, die diesen Sommer gekommen ist. Und zwar zeitgleich mit den Zwillingen von dem Typ, der mir gegenüber sitzt. Wundervolle Jungs. Die sind jetzt 8 Wochen im Juni gekommen. Und wundervolle Jungs ist immer so, das klingt so ein bisschen wie, da kommt noch ein Aber. Es ist super. Ich musste mir kurz dieses Knirschen mit den Zähnen musste ich so zurückhalten. Weißt du, wundervolle Jungs. Unsere Nächte sind momentan ganz in Ordnung. Ich sag dir, was wir gemacht haben. Wir haben den ultimativen Lifehack für alle, die Probleme haben mit nicht schlafenden Kindern. Die ganze Zeit war es nämlich so, dass unsere Kinder 3 Stunden geschlafen haben, dann sind sie wieder gekommen. Also der normale Tagrhythmus. Jetzt haben wir umgestellt, also meine Frau stillt, jetzt haben wir umgestellt, dass wir die letzte Nahrung, also um 11 ist meistens das letzte Mal stillen, bevor wir uns dann gemeinsam ins Bett legen, dass wir da 10 Minuten Brust geben und dann nochmal so viel Prä, wie sie wollen. Also hier Milchpulver. Ach so, okay. Verstehst du? Also normalerweise kriegen sie immer 15 Minuten Brust und werden hingelegt. Dann kommen sie nach 3 Stunden wieder. So, nach den 100 Millilitern, ich sag dir, der Junge war durch. Der lag auf dem Rücken, die Pausbacken gemacht, weißt du? Und er hat gepennt. Und dann hatten wir einfach, glaube es waren 4,5 oder 5 Stunden Schlaf am Stück. Was Bombe ist. Guck mal, wie schnell du angekommen bist im neuen Leben. Plötzlich ist nämlich 4,5 Stunden Bombe. Vorher hast du dich aufgeregt, wenn du viel zu spät nach Mitternacht ins Bett gegangen bist und dann musstest du um 8 Uhr auf Toilette und konntest nicht mehr einpennen, während du nochmal 2 Serien geguckt hast. Ist mittlerweile ein bisschen was anderes. Dann musstest du nochmal nachts auf die Toilette. Uiuiui, Probleme, die man über 50 hat. Ich habe gesagt um 8. Ja. Wir sprechen über Erstausstattung. Und lass uns doch direkt bei einem Lifehack bleiben, weil wir sind ja Kumpels und haben auch für die beiden Twins, für deine Jungs, die Little Leons, den Namen müssen wir auf jeden Fall droppen. Der Große und der Kleine. Little Leons. Nee, Little Leons mit Apostroph. Little Leons, Apostroph. So wie Lil Bow Wow und Lil Wayne. Yeah. Also wir waren gemeinsam unterwegs, um einige Sachen zu kaufen für deine Erstausstattung. Ja. Da hattest du einen geilen Trick. Das war ein wirklicher Lifehack. Und zwar, wo kaufst du gebrauchte Sachen? Es gibt natürlich viele Plattformen und da kann man natürlich dann auch die Umkreissuche einstellen. Ja. So, und der Trick ist, dass man gezielt in Gegenden sucht, in denen viele Villen stehen. Da gibt es in Frankfurt 1-2. Ja. Und gezielt in diesen Gegenden habe ich so Trip-Trap und sowas, weißt du, so diese Hochstühle habe ich gesucht, weil mein Hintergedanke war, dass diese sehr reichen Menschen mit den Sachen pfleglicher umgehen oder sie vielleicht sogar die Sachen nicht so lange benutzen, weil sie es danach einfach schnell neu kaufen. Also, weißt du? Und es hat sich bewährt, weil alles, was wir da gekauft haben an diesem Tag, sah ja aus wie neu. Aus der einen Villa kamst du raus und hattest so einen Hochstuhl und die kosten neu 230 Euro vielleicht, 200 oder sowas. Der war ja noch eingepackt. Richtig. Da war ja noch der Kassenbon drauf. Der Kassenzettel war da dran, nagelneu, gebraucht, aber trotzdem für mindestens 80, 90 Euro weniger sowas um den Dreh, würde ich mal schätzen. 150 haben wir, glaube ich, gezahlt. Wir haben uns ja Gedanken gemacht darüber, wie viel man eigentlich jetzt für die Erstausstattung ausgibt. Ja. Also habt ihr so euch vorher einen Budgetrahmen gesteckt? Oder? Kostenplan? Ja, also man muss ja ungefähr wissen, wie viel man ausgeben möchte. Nee, wir haben uns keinen Kostenplan gemacht. Also ich hoffe einfach immer nur so wenig wie möglich. Okay. Und irgendwann sage ich dann Augen zu. Aber du musst doch vorher schon wissen. Also weißt du, vor der Geburt weißt du doch, wir brauchen einen Kinderwagen, wir brauchen ein Babybett, wir brauchen ein und das kostet so und so viel. Beim zweiten Kind gibt es ja dieses Erstausstattung nicht mehr, so in dem Sinne. Ja, du hast viele Sachen übrig noch, überlegst viel zu knapp vor der Geburt, was du eigentlich noch brauchst, weil man denkt, ich habe ja alles, passt schon. Und dann fällt dir ein, wo war eigentlich das Beistellbett? Jetzt sag halt mal eine Zahl ungefähr. Ich schätze mal, dass wir für die Erstausstattung von unserem ersten Kind 3.000 Euro ausgegeben haben. Oh wow, okay. Also ich habe Zahlen. Ja, mach mal. Ich habe Zahlen zu der Erstausstattung. Bei uns war es so, meine Eltern waren unfassbar lieb.
und haben direkt, als wir ihn offenbart haben, dass wir Kinder bekommen, dass wir Zwillinge bekommen sogar und dass sie Doppel-Oma und Opa werden, haben sie gesagt, okay, wir unterstützen euch und haben 2000 Euro uns geschenkt. Boah. Was ich extrem viel fand. Das ist wirklich extrem viel. Ja. Ich darf es Ihnen jetzt gar nicht sagen, aber von diesen 2000 Euro sind immer noch, ich weiß nicht wie viel, aber es ist noch was über, weil wir halt alles, Quatsch, komplett alles gebraucht kaufen. Wirklich? Alles. Also ich meine, ich weiß, dass ihr gebraucht kauft, aber dass ihr es wirklich tatsächlich geschafft habt, das zu unterbieten, ist krass. Aber wir kommen zu den Zahlen, wir kommen zu den reinen Fakten. Wenn du nicht auf Kohle achtest, sollst du bis 5000 Euro einplanen, was ich sehr viel finde. Ja. Wenn du teilweise gebraucht kaufst, 1000 bis 2000 Euro und komplett gebraucht 500 bis 1000 Euro. Also irgendwo zwischen 1000 und 5000 Euro ist so die Empfehlung, mit dem, wie viel du kaufst. Und jetzt geht es um die echten Zahlen. Also wie viel geben denn Leute wirklich für die Erstausstattung aus? Da gibt es auch Zahlen. Was schätzt du? Es geht um die Zahlen aus den letzten 3 Jahren. Da gibt es... Sag ich einfach mal 3000, damit ich schön in der Mitte bin. Okay. Und zwar sind es 2500 Euro. Das ist so viel Geld. Das ist auch so ein Thema, dass du das Gefühl hast, jetzt geht's um alles. So, ja, weißt vor du, allem beim ersten Kind. Beim ersten Kind. Weißt du, du gehst ins Netz und dann heißt es, hier ist die Top-10-Liste von Produkten der Grundausstattung, das musst du auf jeden Fall haben. Wie, du hast keine Babywippe, wie, du hast keinen Aufsatz und sowas. Aber du hast ja überhaupt nicht diese Entspanntheit vor dem ersten Kind, zu sagen, safe, ja, mal gucken. Vor allem, vielleicht, ich dachte, du musst alles, zu Tag X musst du alles haben, weil es wird sofort alles gebraucht. Ich glaube, aus meiner Erfahrung, unbedingt zwingend notwendig ist, würde ich sagen, ist die Babyschale. Ja. Dann brauchst du schon ziemlich dringend einen Kinderwagen, ehrlich gesagt, finde ich am Anfang, weil ich hatte so den Drang, als Vater, du kannst da nichts tun, weißt du, die liegen rum und werden gestillt. Ich hatte immer den Drang, zumindest mit denen mal rauszugehen. Ja, ich kenne das auch. Ich brauche Bewegung. Meine Frau versucht die immer so ein bisschen im Sitzen oder im Liegen zu beruhigen. Und als Mann kannst du wenig machen. Ja. Nur da sitzen und streicheln fühlt sich irgendwie falsch an. Ich bin auch immer so am Laufen und am Bouncen auf und ab und so weiter. Aber sag doch mal, was war denn der größte Fail, also das größte Missverständnis beim Einkauf hier von eurer Erstausstattung? Das Ding ist, meine Frau ist sehr gewissenhaft und googelt sich einen ab. Wirklich. Also da habe ich mich manchmal gefragt, wollen wir zusammen eine Doktorarbeit schreiben oder kaufen wir einen Schlafsack? Also wirklich, wir haben teilweise wochenlang über die Dicke von Schlafsäcken gesprochen. Oder hast du kurz überlegt, ob es Schlafsacks heißt? Du kennst mich zu gut. Ich hasse dich. Oh, leck mich wirklich. Ich bin müde. Ja, alles gut. Doch. Alles gut. Mensch, der Tag gestern war anstrengend. Erzähl mal. Hör auf, mich so aufzuzählen. Und dementsprechend hat sie sich wahnsinnig gut informiert. Und dementsprechend gab es keine ganz krassen Fehlkäufe. Was super unnötig war einige Sachen, die sie selbst gemacht hat. Also so Spielketten, so Mobile-mäßig. Mhm. Weißt du, da gibt's doch diese Spielbögen, wo du die Babys dann drunter legst, auf den Boden, auf so eine Decke und in deiner Vorstellung liegen die dann da 2 Stunden. Also wo steht dieses Gesetz geschrieben, dass Frauen, wenn die ein Kind bekommen, irgendwas selber machen müssen? Ja. Warum? Die Wickeltasche, die kann man nicht kaufen. Die muss selbst gemacht werden. Plötzlich an zu häkeln, zu stricken, und zu nähen. Zu basteln, zu nähen. Ja. Richtig. Ich konnte irgendwann diese Häkel-Tutorials schon mitsprechen. So, wir starten mit einer Luftmasche und dann wird jede 5. Masche zu einer engeren Masche. Oh Gott. Und dann gehen wir weiter in die Wettmasche oder was weiß ich, wie das heißt. Kompliment an jeden, der sowas selber macht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, Frauen fühlen sich dazu verpflichtet. Was ich auch ein Fehlkauf finde, wir haben riesig lange rumüberlegt mit unseren Babyschalen. Ja, was wir damit machen. Was meinst du jetzt, die Aufsätze für den Kinderwagen oder die Autoschalen quasi? Na, beides ist ja das Gleiche. Also wir haben so einen Adapter, damit du diese Babyschalen fürs Auto auch auf dem Kinderwagen benutzen kannst. Mhm. Und es gibt ja nochmal für diese Babyschalen fürs Auto auch nochmal so Isofix-Stationen. Ja. Dass du super schnell quasi diese Babyschale draufklacken kannst. Mhm. Und wir haben uns tot recherchiert, Isofix, brauchen wir die nicht. Letzten Endes haben wir jetzt eine Isofix-Station und weil das andere von einem anderen Hersteller ist, haben wir da keine Isofix-Station. Und ich glaube, man braucht keine Isofix-Station. Meinst du? Man braucht keine Isofix-Station. Wirklich? Das dauert 10 Sekunden länger und wenn du
wirklich darauf achtest, dass der Gurt nicht verdreht ist, dann ist es genauso sicher. Da musst du doch immer so rumklettern, um den Gurt da und die Schale da reinzumachen. Das ist voll in Ordnung. Ja gut, ihr habt natürlich auch so einen Bus, ne, mit dem ihr fahrt. So. Wir haben genau das gleiche Auto, mein lieber Nick. Denn auch hier greift wieder die Bromance. Ja, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich weiß noch, wie ich geschockt war, dass ihr nur eine so eine Station habt, weil ich finde es wahnsinnig entspannt. Und ich gebe dir noch ein anderes Argument, warum das wahnsinnig gut sein kann. Tipp hier für alle Eltern mit zwei Kindern, also wo schon eins älter ist. Und zwar, du musst ja immer das größere Kind so triezen. So, wenn du irgendwo hin willst, komm schon, mach mal, kletter mal ins Auto, putz dir mal die Zähne, schnall dich mal an. Und durch diese Station haben wir es geschafft, dass er sehr schnell ins Auto einsteigt. Und zwar, wie machen wir das? Wir sagen zu ihm, wetten, deine kleine Schwester ist vor dir angeschnallt. Ja, und einer setzt dann sie immer rein. Mit der, natürlich, nur eine Challenge. Und er muss dann reinklettern, sich anschnallen lassen, dass es klickt. Und zwar bevor die Station klickt von seiner kleinen Schwester. Okay. Und somit haben wir es geschafft, dass er halt relativ schnell ins Auto reinklettert. Das sind aber auch blöd, die Kinder. Die sind so blöd. Das ist ja geil. Die sind so blöd, die kennen gar nichts. Die glauben alles. Komm, wir machen eine Wette.